Nietnagel, die Sache wird ein Nachspiel haben. Was passiert dann jetzt eigentlich mit der Pornos? Das geht sie gar nichts an. Ach, woher dann? Ihr Mann weiß gar nicht, dass ich hier bin. Und ihre Freundin? Freundin. Die soll mir gestohlen bleiben, die Annegret. Wo die sich nie dafür interessiert hat, wie schlecht es mir gegangen ist die ganzen Jahre. Stell dich nicht so an, sagt die doch zu mir. Noch einen Tag, bevor die mich hierher gesteckt habe. Na, ich hab keinen Freund mehr. Hab nix, was mich noch am Leben hält. Aber die hier im Krankenhaus, die glauben mir das einfach nicht. Und das ist das Tollste. Die Frau, der ich das abgenommen habe, die ist ja fast wahnsinnig geworden. Die meint, das wäre eine super Creme, die kostet 400 Euro und davor kriegt man eine super Busen. Eine Riesenbrust, fest und dick. Wissen Sie was? Ich weiß, dass das nicht stimmt, weil die Frau hat auch ein Hühnerbrüstchen gehabt, ein ganz klar Hängebüschen. Entschuldigen Sie, wo ist dann bitte die Damentoilette? Entschuldigen Sie, wo ist denn bitte die Damentoilette? Hands nicht auf den, der hat doch einen Knall. Hands nicht auf den, der hat doch einen Knall. Du hörst jetzt aber auf damit! Ja, hallo, Dr. Dezember. Ich will nur kurz sagen, wie schön ich das finde, dass Sie uns Senior diese Sachen so mit diesem Sex alles so gut erklären könne, dass wir auch mal ein bisschen besser Bescheid wisse und uns nicht so blöd anstelle. Wenn ich dann meine Großeltern denke, Gott hab sie selig, die hatte doch echt wirklich keine Ahnung. Wenn die gewusst hätte, dass das nicht alles so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird, dann wären die nicht andauernd im Krankenhaus gelandet. Das hat mir gerade noch gefehlt. Dass es jetzt immer wärmer wird. Ach, und im Sommer, da wird es jetzt so richtig stinkig heiß. Schluss damit, fress ein bisschen weniger. Dass die Temperatur nicht weiter steigt, mir reicht es. Ach, wenn bloß die Wilma hier wäre. Aber du kannst doch nicht jedes Mal gleich deinen Mann abknallen, das geht doch nicht. Dieser dreckige Witz, der also jetzt von hinten vom Bobbes bis runter an die Füße geht, der verleiht der ganzen Sache diesen reizvollen Pfiff. Und deswegen ist das Stück auch jetzt darum viel mehr Geld wert. Ah, tatsächlich. Ja, genau. Das ist von ihrer Fernsehsendung für Kinder. Und weißt du was? Jetzt rufen wir mal Mama an. Die erklärt dir das. Hallo? Unsere Nachbarin meint doch im Ernst, dass ihr Mann so beleidigt wollt, als er sie kleine König Kallewäsch genannt hat. Kleine König Kallewäsch aus dem Fernsehen? Ja, genau, die Sendung für Kinder. Kennst du die noch? Sing dir doch mal das Liedchen vor. Das Liedchen von der Sendung? Okay. Jetzt hier. Gib sie her. Ja, hallo? Kind, hast doch mal das schöne Liedchen an. Wir bauen eine Falle. Das wird das Beste sein. Und dieser kleine Kalle fällt ganz bestimmt hinein. Und ist der drin, dann lassen wir ihn nie mehr wieder heraus. Der Kalle sitzt in der Falle. Wie eine arme Maus. Also, mein Mann muss sich halt besser den Arsch abputzen. Das kommt aber nicht in Frage, dass mir das Klopapier aus der Ostzone jetzt fortschmeiße. Wann's alles, dann meinst welche, machen wir den Arschtest. Ich hab gesagt, ich brauch mal Tampons. Das ist wichtig für mich. Das ist überhaupt nicht wichtig. Du hast einen Knall. Guck doch, hier ist es auf meinem Einkaufszettel. Tampons brauch ich unbedingt. Du hörst jetzt auf mit dem Galabe. Ich hör nicht auf. Ich brauch die Tampons. Ich weiß, was du brauchst. Du brauchst irre Spritz. Nein, ich hab gesagt, du hörst jetzt auf damit. Dass man jetzt auch nicht mehr so die Potenz hat wie vorher. Was also mal ein Riesenschwanz war, ist jetzt bloß noch ein Klapimmelche. Und mit dem Klapimmelche muss man eben auskommen und das Beste draus machen. Die Hauptsache ist doch, dass es hochgeht. Und dann oppe macht man da so ein Klakäppchen drauf, das kaufen sie sich in der Apotheke und
dann damit müssen sie auskommen. Sag mal, wusst du eigentlich, dass mit jedem Atemzug, den ich tu, ein Mensch stirbt? Oh, hast du sie mal mit Mundwasser versucht? Ja, aber trotzdem, guck doch mal. Das ist doch also eine totale Blödsinnigkeit. Wieso machst du mit so einer scheiß Bank rum? Hast du dann keine Frau daheim? Das ganze Zeug, was ich heute Morgen konfisziert hab, müssen wir jetzt alles fortschmeißen. Wasser, Shampoo, Waschmittel, innere Fluchtzeug. Und hier, Spritzkäse in der Dose. Aber dit hole Defste, gegessen wird der Harm. Ich sag das! Gebt Obacht, ich mach keinen Spaß!